So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Täglich grüßt der Hundetrainer. Ich warte gerade darauf, mir einen Kaffee bestellen zu können, den ich brauche, weil ich habe einen langen Tag vor mir. Aber ich kann die Zeit nutzen, weil hier ein bisschen Stau ist, um eine Folge TGH aufzunehmen. Heute werden wir mal über eine sehr grundlegende Sache uns unterhalten, die ich in meinen Kursen an jeden versuche weiterzugeben, die ich als absolute Grundlage in der Kommunikation betrachte. Und die, wie ich immer wieder feststelle, bei vielen Menschen, obwohl es nur eine Kleinigkeit ist, dafür sorgt, dass ja Sand im Getriebe ist, wenn es in den Bereich Erziehung geht. Heute möchte ich euch erklären, warum es bei mir kein Bleibkommando gibt. Los geht's! Also, wir schweifen so ein ganz klein wenig ab. Wir müssen uns ein bisschen um Kommunikation generell Gedanken machen. Wenn ich euch fragen würde, was sind Kommandos? Welche Kommandos soll euer Hund können? Dann würdet ihr sagen, Sitz, Platz, Fuß, etc. pp. Irgendwelche Dinge, die ihr, in Anführungsstrichen, ja, auf ein Wort von eurem Hund erwartet. Ein Kommando lässt sich ganz einfach definieren. Es gibt zu einem Wort nur eine Definition. Wir alle können beschreiben, wie Sitz aussieht. Wir alle können beschreiben, wie Platz aussieht. Wir alle haben eine Definition, die mag von Person zu Person unterschiedlich sein, wie Fuß aussehen soll. Ja, der eine sagt, ich möchte, dass der links geht, perfekt Kniehöhe, mich anguckt. Aber das ist seine Fußdefinition. Ich habe auch eine Fußdefinition. Laufe neben mir. Ob das jetzt so oder so, ne? Das ist meine Fußdefinition. Ich habe schon in den Rückrufvideos, falls ihr die nicht kennt, schaut euch die bitte an. Das sind drei Teile zum Thema Rückruf. Ganz, ganz wichtige Videos. Da habe ich schon erklärt, dass es sehr wichtig ist, für ein Kommando eine sehr einfache Definition zu nutzen. Ja, weil es einfach in der Kommunikation mir einiges erleichtert. Und genau das ist ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist. Wenn ich euch jetzt fragen würde, wie sieht das Kommando Bleib aus? Dann habt ihr keine Chance, das vernünftig und einfach zu definieren, ohne dass das mehrere Bedeutungen hat. Was heißt denn Bleib? Ja, bleib sitzen, bleib liegen, bleib im Kofferraum, bleib von der Couch runter. Bleib im Flur, ich komme gleich wieder. Bleib in der Wohnung, ich gehe arbeiten. Bleib hat immer eine andere Bedeutung, und zwar kontextbezogen. Der Hund muss immer überlegen, was gemeint ist. Hallo, ich hätte gern zwei große Latte Macchiato. Das war's. Der Hund muss also immer kontextbezogen versuchen herauszufinden, was ihr eigentlich von ihm wollt. Und das kann es durchaus sehr schwer machen. Jetzt mag der eine oder andere sagen, ja, bleib heißt, halte die Position oder verlasse den Ort nicht. Aber das ist keine saubere Definition. Und hier komme ich jetzt ins Spiel und nehme euch so ein bisschen den Wind aus den Segeln und möchte euch erklären, warum. Wenn es heißen würde, verlasse den Ort nicht, dann wäre ein Bleib, wenn ihr die Wohnung verlasst, für den Hund ja maßgeblich, dass er quasi vor der Tür stehen bleiben muss oder im Flur bleiben muss. Das funktioniert also nicht. Und wenn es heißen sollte, bleib heißt, halte deine Position, ja, bleib in der Position, in der du bist, dann frage ich euch, wofür brauchen wir diese Kommunikation? Wofür brauchen wir dieses Wort? Ein ganz einfaches Beispiel. Ich sitze gerade im Auto. So, wenn ich jetzt nicht gerade auf einen Kaffee warte, dann fahre ich dieses Auto. Und es gibt Straßenverkehrsregeln. Straßenverkehrsregeln sind irrsinnig umfangreich. Wirklich, es gibt aber hunderte Schilder und in jedem Land sehen die ein bisschen anders aus. Aber die grundlegenden Regeln sind überall gleich. Und das macht es für uns so leicht, das umzusetzen. Jedes Kommando hat nur eine Bedeutung und gilt so lange, bis ein anderes aufgehoben wird. Jedes Straßenschild hat nur eine Bedeutung und gilt so lange, bis es aufgehoben wird. Stellt euch folgende Situation vor. Ihr fahrt auf der Landstraße, keine Ahnung, durch die Eifel oder durch den Harz oder wo auch immer ihr herkommt und es geht da so ein bisschen Serpentinen hoch, runter, links, rechts, schöne Landschaft. Ihr fahrt einfach 70. Ihr könnt 70 fahren. Und ihr fahrt 70, weil da ein Schild war, das hieß 70. Jetzt kommt alle 200 Meter 70, 70. Bleib bei 70, nicht schneller, 70, 70, bitte 70. Dieses Schild begegnet euch immer wieder. Das ist erstens völlig inhaltlose Kommunikation, weil es nichts Neues darstellt. Ja, das hattet ihr schon. Und zweitens fangt ihr an, höchstwahrscheinlich dieses Schild zu ignorieren oder abzuschalten. Die Information, die unnötig ist, die blenden wir aus. So, und das führt dazu, dass wenn dann nach 2 Kilometern kommt 30 scharfe Kurve, weil ihr auf eine Serpentinenkurve zufahrt, ihr das nicht mehr mitkriegt. Ihr passt einfach nicht so dolle auf, weil ihr immer denkt, 70, 70, 70, ja, ich fahre doch 70, ich fahre doch 70, warum denn nochmal? Ja, ihr fangt an abzuschalten. Eure Konzentration, eure Aufmerksamkeit sinkt. Fertig aus. Das ist höchstwahrscheinlich der Fall. Und
dann fallen halt Dinge, die dann notwendig sind, die dann wieder wichtig sind, fallen nicht auf, weil ihr angefangen habt, halt abzuschalten. Und genau das ist der Grund, warum es im Straßenverkehr ganz einfache Regeln gibt. Ein Schild kommt und das gilt so lange, bis ein anderes aufgehoben wird. Das ist einfach. Das heißt, ich muss mich konzentrieren und ich kann das aber überall und jederzeit umsetzen. Und weil ich genau diesen Effekt nicht haben möchte im Hundetraining, dass die Hunde halt abschalten oder aber, das ist die erste Variante, dass die Bedeutung nicht klar ist, lasse ich das Wort bleib weg. Bei mir ist es wie im Straßenverkehr. Wenn ich sage Sitz, dann gilt das so lange, bis ich was anderes sage oder es aufhebe. 70 gilt so lange, bis ein Schild kommt, das 50 oder 30 oder 100 sagt oder das 70 aufhebt. Das ist einfach. Ich muss mich nicht zu viel konzentrieren. Ich kann das in allen Situationen im Leben umsetzen. Egal wie der Kontext ist, der Ablauf ist der gleiche. Das ist jetzt der kommunikative Grund, warum ich das Wort bleib nicht benutze. Wenn jetzt alle Menschen das Wort bleib richtig benutzen würden, dann habe ich damit auch kein Problem oder hätte ich damit auch kein Problem. Es gibt ganz viele Menschen, die bei mir in die Hundeschule kommen und die zum Beispiel noch bleib sagen, weil sie es selber gemacht haben, weil sie es in anderen Hundeschulen gelernt haben. Und solange die das richtig machen, ist das für mich in Ordnung. Wenn jetzt jemand sagt, sitz, bleib und dann anfängt in der Übung wegzugehen, dann ist das ja nichts anderes, als wenn er sagt, sitz. Da sage ich dann relativ schnell, eigentlich brauchst du das bleib nicht. Der bleibt bestimmt auch sitzen, wenn du nur sitz sagst, weil welche Bedeutung hat bleib? Dann kommt dann diese Erklärung, die ich eben hatte. Dann fällt den Leuten relativ schnell auf, ich brauche das gar nicht, ist unnötig, kann ich weglassen. Die zweite Variante, und das sehe ich sehr häufig, leider Gottes, die zweite Variante, die dann passiert, die Leute dann nutzen, ist, dass sie das Bleib oder ein anderes Kommando quasi als Hilfestellung nutzen, den Hund verbal auf dem Boden festzunageln und sich dann so wegzuschleichen. Ja, also sie sagen, sitz, bleib, bleib. Ja, und schleichen sich dann so weg, kann ich jetzt ja nicht. Ne? Aber ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Wenn ich das Bleib sage, um immer wieder in Anführungsstrichen meinem Hund die Hilfestellung zu geben, sitzen zu bleiben, ja, immer wieder zu sagen, bleibst da, bleibst da, bleibst da, fahr nicht schneller, fahr nicht schneller, fahr nicht schneller. Dann ist das genau das, was ich eben erzählt habe. Der lernt, sich nicht mehr zu konzentrieren. Oder der lernt zumindest, dass er sich weniger konzentrieren muss. Denn ihr kaut ihm ja ständig alles vor. In der ersten Variante ist bleib also unnötig, brauche ich nicht. In der zweiten Variante ist es genau das, was ich eben erklärt habe. Das ist das Schild, das immer wieder kommt. 70, 70, 70, 70. 70, der lernt auch nur, alles klar, ich bleib so lange sitzen, bis die Alte aufhört zu quatschen und hört auf, sich zu konzentrieren. Spätestens dann, wenn ich dem Frau Bäcker sage, sitz und die Leine irgendwie da an der Laterne festmache und mir ein Brötchen hole, spätestens da ist dann meistens vorbei, ja, bei jungen Hunden, weil dann stehen die auf und sagen, hier sagt mir keiner die ganze Zeit, dass ich 70 fahren muss, da kann ich auch 100 fahren, das ist ja egal, ja. Für die Konzentration eures Hundes und für die Tatsache, dass er es einfach besser im Alltag umsetzen kann, ist es sinnvoller und effektiver, wenn ihr tatsächlich das Bleib weglasst. Ja, der Anfang ist schwerer. Ja, ihr müsst ein bisschen kleinere Schritte könnt ihr vielleicht am Anfang gehen. Aber es macht keinen Unterschied, Bleib zu sagen oder nicht. Es geht einfach nur ein bisschen schneller oder langsamer voran, je nachdem, was eurem Hund besser liegt oder euch besser liegt. Ich kann das bei Welpen schon so machen. Wenn ich sage Sitz, dann gilt Sitz und dann fange ich an, mich langsam zu bewegen. Machen die den Fehler, dass die aufstehen, sage ich einfach wieder, nein, Sitz. Ja. Wenn die dann sitzen bleiben, sage ich, machst du gut, toll, Sitz. Dafür gibt's Kekse. Ich brauche das Bleib nicht. Schon bei vielen Welpen kann ich im Welpenkurs tatsächlich relativ schnell 2-3 Schritte weggehen. Das kann in einer Trainingseinheit 2 Minuten sein, dass ich auf einmal 3 Schritte weglaufen kann, das vorher nicht möglich war. Ja. Also, wollt ihr die Konzentration eures Hundes verbessern? Wollt ihr dafür sorgen, dass euer Hund im Alltag das in allen Situationen besser umsetzen kann? Wollt ihr eure Kommunikation vereinheitlichen, sauber gestalten und sinnvoll gestalten? Dann lasst doch einfach mal das Bleib weg. Und merkt euch einfach, ich brauche kein Bleib, ich fordere einfach immer das letzte Kommando ein, das es gab. Sage ich Sitz und er steht auf, sage ich Nein, Sitz. Sage ich Platz und er steht auf, sage ich Nein, Platz. Sage ich Fuß und er rennt vor, sage ich Nein, Fuß. Bei Sachen wie im Auto kann ich das nicht. Ne? Also Hund sitzt im Kofferraum, ich will den Kofferraum aufmachen, ganz viele sagen Bleib, Bleib, Nein, Bleib. Dann wäre das Bleib halt das Kommando für Bleib im Auto. Dann hätte das vielleicht noch Sinn. Aber warum sage ich nicht einfach Sitz? Dafür habe ich doch meine Grundkommandos. Und das ist der Grund, warum ich in einem Video mal erklärt habe, ich brauche nicht so viele Kommandos. 4, 5, 6 Stück, das reicht. Und mit Sitz kann ich das lösen. Wenn ich meinen Hund aus dem Auto holen will und ich mache den Kofferraum auf, der will aufstehen, sage ich, Sitz. Und dann mache ich den Kofferraum auf. Und wenn der aufsteht, sage ich, nein, Sitz. Ist egal, ob auf der Wiese, im Wohnzimmer, vor dem Bäcker oder im Auto, wenn die Klappe aufgeht. Sitz heißt Sitz. So lange, bis ich was anderes sage oder dich freigebe. Und im Auto könnte das dann sein, okay oder hopp.
Ich hoffe, das erklärt es so ein bisschen. Lasst das, bleibt mal weg, versucht's mal ohne. Es ist einfacher. Ich schwör's euch. Das war's für heute. Ich bin raus. Tschüss. Kalt.